Hätte letztes Mal ganz gut geklappt. Ach so, stimmt, das war ja so. Nein. Moment, wieder was? Oben und unten, ne? Das war der, der und dann vielleicht der? Nein. Oh! Also der, der, der ist okay. Der ist nicht okay. Der, 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 der? Nein. Ich mag das. Das hört sich beruhigend an irgendwie. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das entspannt. Nein. Der, der, der. Auch nicht. Oh Gott, da muss es ja da unten sein. Ja, ist da unten. So, jetzt haben wir noch drei. Nein. Immerhin kann man probieren, so oft man will. Wenn man nur so bestimmte Versuchsanzahl hätte, dann wären wir, glaube ich, schon längst verloren. Dann hätten wir schon längst verloren. Oben. Und dann jetzt der und der. Yay, wir haben es geschafft. Ich mag das. Geräusch erinnert mich irgendwie an alte Spiele. So Gameboy-mäßig oder so. Jetzt können wir wieder. Also nicht Gameboy, aber da war irgend so ein anderes. Oder war das Gameboy? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hat sich auch so komisch angehört. Das Ekelviech, was verdient hat zu sterben. So, wir können gleich nach unten gehen und mit der Taste uns die Schranke wieder aufmachen. Und hier war auch was, ne? Was war das nochmal? Wie ging das? Mit der Karte. Die Karte haben wir aber nicht bisher, ne? Nein, die haben wir noch nicht. Oder was genau soll da rein? Das ist ja eine Karte oder sowas, ne? Nee, das war so ein USB-Teil. Das haben wir noch nicht. Da war ja was. So, wir gehen nach unten. Und holen uns einmal die Sachen aus den Schränken. Dann haben wir ein bisschen mehr Loot. Oh, ist das schön, wieder hier zu sein. Das fühlt sich an, als ob das schon vor Jahren war. Dabei ist das noch gar nicht so lange her. Oh, warte, warte, warte. Fällt mir ein. Spind 3F. Spind in 3F. Da ist bestimmt ein Bild drin von unserem Code, den wir brauchen. Ach, ich höre schon wieder ein Monster. Wir ignorieren mal, dass wir das gehört haben. Das zählt nicht. Das wollen wir nicht gehört haben. So, jetzt können wir den Film einmal entwickeln. Ja, einmal benutzen. Da ist der Spind. Ah, Stift, Stift und Papier. DCM. DCM. Okay. Perfekt. Mal schließen. Müssen wir irgendwas anderes mitnehmen, was vielleicht besser wäre? Der Film ist jetzt raus. Das ist gut. Ich glaube, das Elektroteil können wir mitnehmen. Stimmt, das war das. Und die Kräuter lassen wir erstmal wieder. Ah, ich weiß nicht, ob wir die, falls wir die mal brauchen, wäre vielleicht gut, die mitzuhaben. Die Bretter lassen wir mal da. Könnten wir wahrscheinlich gebrauchen, aber wir lassen sie mal da. So oft gehen wir nicht in Bereiche mit. Nein! Gut, dass er nicht hinterher kann, aber was sollen wir denn jetzt machen? Wieso ist denn das Vieh jetzt da? Mann! Komm her, du Bestie. Ich habe drei Schuss. Ich mach dich fertig. Wo bist du? Wo bist du? Drei Schuss. Komm her. Komm schon. Mann, der zeigt doch so den Hintern. Bitte sei tot. Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Nicht mit drei Schuss! Das hat nichts gebracht! Das war eine Lüge! Ah! Mein Gott! Oh, bin ich froh, dass es einen Safe-Raum gibt. Verdammt! Was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen doch dahin. Ich weiß es nicht. Ach, dieses blöde, verdammte Ding ist überall da! Mann! Ich dachte, wir sind das endlich los! Ah, oh, und wir haben keine Mac. Ich gehe. Du hast mich nicht gehört. Wir gehen zum Spind.
Was war das? Habt ihr das gehört? Ist das uns hinterhergelaufen? Ich tue mal so, als ob das nicht passiert wäre. DCM. Nicht? Ist das der falsche? Spinnt? Boah, es kann sein, dass es der falsche ist. Ist uns hier was hinterhergelaufen? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen. Bitte spring mir gleich nicht ins Gesicht. Bitte, bitte. Ist das? Warum knackt das da rum? Warum klappert das, meine ich? Hä? Und warum ist da ein Schatten? Ich glaube, hinter der Wand ist so ein Viech. Wir ignorieren das einfach. D. D. M. Wir ignorieren es einfach. Vielleicht ist da ja Munition. Willst du mich veräppeln? Mag-Munition? Wir haben keine Mag. Oh, schrei nicht! Du hast mich nicht gesehen. Oben hängt das fest? Ich weiß es nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ist das andere da unten noch da? Es ist auch noch da. Das nächste, was mich anschreit. Ich will nicht. Aber ich muss doch oben lang, oder? Ich muss unten lang. Was mache ich denn jetzt? Ich habe auch nichts. Das kann ich ja nicht werfen, ne? Nee, ich kann das nur als Selbstverteidigung haben. Hätte ich irgendwo eine Mag finden sollen? Warum kriege ich dafür so viel Munition und nicht, was ich brauche? Bitte sei nicht direkt um die Ecke. Bitte sei weiter vorne, dass ich abhauen kann. Sieht mich nicht. Nein, ah! Nein, 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 liege! Du willst mich nicht! Du willst mich nicht! Oh, der ist gar nicht hierher gekommen. Der ist abgehauen. Ah, Gott sei Dank. Ah, du bist ja auch noch da. Warte, ich wollte da nach oben. Marvin, es ist alles gut, okay? Bitte kümmere dich um was anderes. Ich will nicht. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich will den Strom anmachen gehen. Vielleicht hilft mir das bei irgendwas. Was sollen wir denn hier machen? Jetzt habe ich dasselbe Problem wie die letzten Male, als wir hier waren. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich würde gerne Munition finden. Das wäre mal was. Das wäre echt mal schön. Ich glaube, dann würde ich mich sicherer fühlen. Dann würde ich unten das Viech umbringen und alles ist gut. Oh mein Gott, da ist Munition, oder? Oh, wir haben Munition. Ich gehe sowas von gleich das Viech umbringen. Sowas von wird das umgebracht. Bitte brecht nicht die Fenster ein. Ich kann meine Munition nicht an euch verschwenden. Ich habe Ziele, okay? Ich habe Pläne. Sehr schön. Das hatte ich gehofft, dass das aufgeht. Dann machen wir uns wenigstens ein paar Wege frei. So, und ich mache das Viech jetzt unten fertig. Was auch immer das von uns will, das wird fertig gemacht. Du bist irgendwo hier, ne? Okay, fünfmal daneben schießen erstmal ist natürlich die beste Taktik. Oh mein Gott! Ich habe jetzt keine Munition mehr? Was? Wie schluckt das Viech? Liege!
wäre so selbstbewusst damit. Hat mir nichts gebracht. Hat mir nichts gebracht. Jetzt ist Marvin auch noch da. Es hat mir nichts gebracht, dieses Selbstbewusstsein. Und ich will nicht verstauen, ich will es mitnehmen. Ach Mann! Was soll denn das? Ach, halt die Klappe, Marvin! Sei einfach still, okay? Ich muss hier selber mit meinem Trauma klarkommen. Das ist... Also, da hast du es nicht schlechter als ich, nur weil du ein Zombie geworden bist. Ich weiß gar nicht, was du hast. So ein bisschen mutieren ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch eigentlich voll geil. Würde ich auch gerne machen. Huch! Helga ist wieder da. Das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Ist okay, Helga. Ich gehe schon. Ach komm, stell dich nicht so an. Könnten wir die Kurbel benutzen für... Nicht wieder hoch. Ich wollte runtergucken, Leon. Ich wollte nicht... kotz doch nicht dahin. Du Eklige. Könnten wir... rein theoretisch... die Kurbel da benutzen? Ja, ne? Könnten wir auch bestimmt. Da kommen wir nicht rein. Das ist ja noch blockiert von eben. Also vom letzten Mal. Ich lock die Dame mal da weg. Vielleicht kann ich sie zur Treppe locken. Und dann, wenn ich sie mit nach oben gehe, runtergehen mit der Leiter. Dann sollte ich da hinkommen ohne Probleme, um es auszuprobieren. Ey, psch, psch, komm her. Psch, 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 komm her. Ja, fein. Ich hab Leckerli. Ja, fein, Helga. Machst du ganz fein. Bist du ein braves Mädchen? Ja, genau. Das sind deine Lieblingsleckerlis. Da ist ein Herz, Herz und Nieren zusammengepresst. Mit schön saftiger Fassade. Ja, hast du richtig. Ja, der hast du richtig. Na komm, Helga. Na komm schon. Na putt, putt, putt. Na komm schon. Ja, ich weiß, es ist anstrengend zu gehen. Aber du willst doch deine Leckerlis haben. Ja, es ist schwer, die Treppen hochzugehen, ich weiß. Im Alter wird es auch immer schwieriger mit den Knochen. Aber das geht doch. Siehst du, hast du doch geschafft. Und jetzt gehen wir. Jetzt hauen wir ab. Ich weiß, ich muss sie danach auch wieder runterlocken, aber das geht bestimmt einfacher. So, jetzt aber. Die Kurbel geht doch bestimmt, oder? Nein, sie geht nicht. Kann ich nicht einfach das Zepter da reinstopfen und dann... Naja, wenigstens ist Helga jetzt oben. Die nervt uns erstmal nicht. Ist sie gerade runtergefallen? Helga? Versicherungsbetrug? Die begeht Versicherungsbetrug. Ich fasse es ja nicht. Ich kann es nicht glauben. Also ich darf da nicht runterspringen bei der Statue, aber die darf Versicherungsbetrug begehen. Kann doch nicht wahr sein. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ein paar alte Socken. Riechen bestimmt so richtig ranzig. So frisch gewaschen und mittlerweile kann man sie gar nicht mehr benutzen. Aber eine sehr interessante Polizeistation mit einem Waschraum und alles. Ich weiß gar nicht. Haben Polizeistationen Waschräume? Bestimmt. Ich meine, wegen den Uniformen. Ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich komme jetzt blöd vor, dass ich überhaupt gefragt habe. Ist auch nichts gewesen? Nö. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Oh, Kraut. Können wir das mitnehmen? Hm, das darf erstmal liegen bleiben. Hast du Glück, Kraut. Jetzt nehme ich dich gerade nicht mit. Hier ist bestimmt... Ja, hier ist diese komische Diegel, für die wir Munition haben, drin. Das heißt, wir hätten die Karte schon längst finden sollen, oder nicht? Aber ich habe keine Karte. Ich habe ein Elektroteil. Können wir das Elektroteil hier dran benutzen? Nein. Ist in der Box was drin, das wir benutzen können? Kannst du mit der Box nicht den Computer zerschlagen und dann? Ich will doch gar nicht schießen, aber jetzt kann ich sowieso nicht mehr. Verdammt, wo kriegen wir denn sonst? Oh, könnten wir, wenn wir Marvin umbringen? Falls wir irgendwo Munition finden, können wir, wenn wir... Ich habe so das Reflex, die... das Kraut mitgenommen. Wie dämlich. Könnten wir, wenn wir Marvin umbringen, seine Karte klauen? Und uns denn damit einloggen stattdessen? Statt halt uns zu identifizieren? Das
Das wäre vielleicht noch eine Idee. Hier war doch eben irgendein komisches Viech. Bist du nicht da? Nee, das war eine unter uns, ne? Ja, ich glaube, das war eins unten. Das haben wir immer noch nicht. Verdammt. Ich habe auch den Zettel gar nicht mehr hier, wo ich das aufgeschrieben hatte das letzte Mal. Den haben wir noch nicht. Den brauchen wir noch irgendwo, ja, den Code. Ah, ich glaube, das war über uns. Wo dieses Viech war. Ja, das war über uns. Eigentlich müssen wir da nochmal gucken, ob da was ist. Aber ich weiß nicht, ob wir daran vorbeikommen, ohne zu sterben. Das sieht echt aus wie ein Bild hier. Was ist denn da? Da ist doch gar nichts. Was ist denn das für ein Schatten? Was ist das für eine Frau? Ist das die Wandform? Sieht die Wand aus wie eine Frau? Wenn jetzt schon Wände Frauen sind, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Hallo? Ich will da ehrlich gesagt nicht reingehen. Es klang näher. Ich gehe lieber wieder. Tschüss. Wir müssten in den verdammten Raum unten für die Eingabe, dieses Ding, womit wir das eingeben können, wo wir unsere Belohnungen holen können. Da müssen wir rein. Wenn ich... Ach, das Monster ist trotzdem in der Nähe. Ich dachte gerade, wenn ich Glück habe, ist das Monster vielleicht weiter hinten. Aber wir können es halt nicht umbringen. Wir haben auch kein Messer mehr. Und ich will diese Ersatztaste eingeben. Kann ich dran vorbeilaufen? Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Kommt es hinterher? Ah, das kommt nicht hinterher! Puh! Haben wir ein Glück, dass das nicht hinterherkommt, sonst wäre ich jetzt tot. Okay, 102. Das hat geknackt. Mach mir doch keine Angst. 102 und 208. Dann können wir auch das Viech töten. Und 203. 102, 203 und 8. Erstmal das einsetzen. Ja, einmal bitte einsetzen. So, erstmal 102. Dankeschön. Dann 208. Perfekt. Und 203 war das, ne? Ja, 203 war das. Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir wenigstens auch zwei mehr Plätze. Und wir können uns ein bisschen Schießpulver Munition herstellen. Und, das war auch auf der Seite, wir können das Viech draußen töten. Oh, vielleicht sollten wir das nicht. Vielleicht sollten wir das Viech oben töten, weil wir müssen ja nach oben. Ich weiß nicht, ob wir hier unten noch hin müssen. Ich glaube nicht, dass wir hier unten noch irgendwo hin müssen. Die drei Schuss sollten wir uns aufheben, ja. Jetzt haben wir alles davon. Lass mich in Ruhe! Lass mich! Immunität! Blödes Viech, Mann! Mein Name Gesundheit. Wir sind noch gesund. Wir sind nicht mehr ganz grün, aber wir sind doch gesund genug. Eieiei, mein Gott, dieses Viech. Den Schlüssel haben wir komplett benutzt. Der kann auch weg. Gott, das macht mich jedes Mal fertig. Ja, wir... Ich weiß nicht. Wir gehen nach oben. Und versuchen, das Viech ganz oben zu töten. Oh Gott, die Steuerung. Okay, alles gut. Ich hab's so oben geschafft. So, wir werden jetzt das Viech oben töten. Dann können wir gucken, ob da was ist, was wir brauchen noch. Obwohl drei Schuss reichen ja nicht, ne? Letztes Mal auch drei Schuss nicht gereicht. Aber wenigstens, um dran vorbeizulaufen. Entschuldigung? Du weißt ja noch nicht mal, dass wir da sind. Warum bist du so mega aggro gerade? Hallo? Der ist doch da. Ich wünschte, ich könnte die Tür ganz aufmachen, ohne reinzugehen. Da bist du. Er kann hier nicht reinkommen. Das ist gut für uns.
Er kommt nicht hinterher, das ist gut. Das sind aber Kratzer. Oder kann er die Tür aufmachen? Wenn wir ihn zu sehr provozieren. Er ist abgehauen. Oh, unsere Taktik. Ich weiß nicht, ob zwei Schüsse reichen bestimmt, nur wenn ich ihn in den Kopf treffe, aber das ist schwer. Da liegt er. Bisschen näher ranwiegen. Kann ich einfach hier rein, bitte? Es hat gereicht. Oh, oh, da muss ich ihn drin. Nein, nein, ich komme nicht raus. Ich schiebe. Ich kann nicht raus. Die Tür. Oh mein Gott. Er war da drin. Wie viele von den Tüchern gibt es denn? Ah, wo kommst du denn hin? Ist er von drin rausgegangen? Oh mein Gott, geh. Geh, geh. Ich komme nicht durch. Geh. Oh Gott sei Dank kommt er nicht durch. Oh, wir haben fast gestorben. Oh mein Gott, da kann ich nicht nochmal rein. Was sollen wir denn machen? Leon? Wir werden sterben. Ich weiß nicht, wo wir so hin sollen. Ich will mein Safe Room, bitte. Ich höre das andere Vieh schon wieder. Haben wir echt keine Kräuter mehr oder irgendwas? Wir haben nur das rote Kraut und das blaue. Oh, das ist gar nicht gut. Können wir das kombinieren und dann damit irgendwie uns heilen? Geht das? Benutzen? Oh, das war nur gegen Gift, oder? Nein, wir können uns nicht heilen. Da unten ist ein komisches Zeichen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Schutz oder so? Keine Ahnung. Ich speichere erstmal. Das ist mir zu viel. Ja, überschreiben bitte. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Also es gibt eine Sache, die ich ausprobieren möchte. Danke, Leon. Übrigens, dass du im Hintergrund die ganze Zeit stöhnst. Das sind wirklich tolle Hintergrundgeräusche, die ich mir gerne anhöre. Wir haben diese Kurbel. Und mir ist beim Schneiden von den anderen Folgen aufgefallen, dass wir hinten noch das Tor hatten zum Dach. Und da könnten wir doch... Ja, wir ignorieren mal, dass das Viech da hinten ist. Da könnten wir doch eigentlich mal versuchen hinzukommen und das zu öffnen mit der Kurbel. Das einzige Problem gerade ist, an dem Monster vorbeizukommen, ohne zu sterben. Ich habe keine Heilung und auch sonst nichts anderes außer Merkmunition und ich habe nichts dafür. Ich würde gerne sneaken können oder wenigstens Licht ausmachen können. Oh, der scheint in der Ecke zu sein. Ich bin dumm. Nein, 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 nein. Du kommst nicht hier mit raus, oder? Rein, meine ich. Kommst du hier mit rein? Nein. Ah, er ist ja auch noch da. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Es ist alles unter Kontrolle. Wir haben kein Problem. Wir brauchen nur ein bisschen Heilung. Hatten wir nicht noch irgendwo Heilung? Ich weiß, wir haben irgendwo rotes Kraut. Wir haben auch rotes Kraut im Inventar. Aber ich weiß, warum das nicht rosa heißt oder lila. Aber irgendwo haben wir doch noch was. Haben wir nicht noch irgendwas, bitte? Ich brauche ganz dringend Leben. Ich brauche ganz dringend Heilung. Ja, der ist ja umweg. Da ist grünes Kraut! Du kannst mixen mit dem roten. Oh mein Gott, ja, bitte. Jetzt nimm es doch auch direkt. Benutze es. Oh, uns geht's besser. Gott sei Dank. Jetzt fühle ich mich schon wieder. Jetzt fühle ich mich schon wieder viel sicherer. Okay. Gut, dass wir dann noch was liegen lassen haben. Ey, lass mich. Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu reden. Hier ist niemand. Wo ist denn die Claire hin? Die haben mich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Das ist nicht gut. Die Klerikerin. Ah, die Witze werden immer schlimmer. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, hier ist kein Zombie. Nein, hier ist niemand. Bitte, bitte lass uns die Kurbel aufbauen können. Das sah aus beim Schneiden, als ob wir das könnten. Hier, das Ding nämlich. Das sieht doch aus, als ob wir da die Kurbel benutzen können, oder? Ja, wir können sie benutzen. Gott sei Dank. Oh, ich bin nicht froh, dass man die Videos nochmal schneiden muss. Sonst hätte ich da gar nicht dran gedacht.
Da ist ein Flur. Ich dachte, da ist direkt das Dach. Ach ja, da war der Flur und dann rechts war das Dach, richtig? Ich kenne das Map-Layout auch nur wegen... Ah, wegen Dead by Daylight. Und da draußen ist das Dach. Schade. Hä? Das hat niemand gesehen. Ich wollte eigentlich mit dem Messer. Habe ich gerade jemanden damit sauer gemacht? Das wollte ich nicht. Ich wollte ja nicht mit dem Messer das Ding da kaputt machen. Aber ich kann mir doch mehr. Ups. Kann ich das bitte nicht ausrüsten? Kann ich jetzt mit dem... Ich habe kein Messer. Das war eine verschwendete Blendgranate. Und das war nicht Absicht. Und wer auch immer da oben ist, den habe ich gerade sehr sauer gemacht. Können wir erstmal nach unten gehen? Wir gehen erstmal nach unten. Ist das nicht da, wo wir schon mal waren? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir gehen da nach oben. Oben klingt gut, oder Leute? Ja, oben war meine erste Wahl. Oben klingt sehr viel besser als unten. Da war mir ein bisschen zu nah, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen zu sehr nah. Bretter. Die nehme ich gerne mit. Kommt er hinterher? Oh Gott, der kommt hinterher. Munition? Munition! Oh mein Gott, danke. Endlich. Noch mehr? Eine Granate! Yay. Gut, dass wir eine neue bekommen, nachdem wir unsere verschwendet haben. Oh, hier, wir sind trotzdem auf dem Dach. Oh, okay, okay, okay. Okay, jetzt bin ich doch nicht mehr wütend. Jetzt bin ich froh darüber, dass wir hier gelandet sind. Da hinten war zwar auch noch eine Tür, aber wir gehen, glaube ich, erstmal das Dach runter, ne? Ja, wir gehen erstmal das Dach runter. Und gucken. Oh, nein, wir hätten nicht jetzt mal runtergedrückt. Geh da hoch! Geh wieder hoch! Geh wieder hoch! Nein, Leon! Nein, ich wollte jetzt mal wieder hochgehen. Ich wollte mir noch die andere Tür angucken. Verdammt! Muss ich jetzt wieder außen rumlaufen, um da hochzukommen? Verdammt! Ja, ich sag auch verdammt. Ach, Spiel. Tu mir das doch nicht immer an. Huch, was ist denn das? Ich sollte nicht einfach was betätigen, ohne zu wissen, was es ist. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Okay, das war nur eine kleine Dusche. Können wir nochmal duschen? Komm, Leon, du bist voll mit Zombie-Gedärmen und deinem eigenen Blut. Ah, eine kleine Dusche tut doch gut. Wir haben zwar schon geduscht im Badezimmer, aber so ein bisschen extra schadet nicht. Ich sehe Munition. Gib mir die. Dankeschön. Ach, da geht's sogar runter. Ah, die Dead by Daylight Map hat doch nicht gelogen. Tja, ha, jetzt bin ich froh, Dead by Daylight gespielt zu haben. Ein bisschen zu viel mittlerweile, aber gutes Spiel. Solange man nicht übertreibt. Hier ist nochmal rot. Das lassen wir jetzt mal liegen. Hier kommen wir nicht irgendwie. Hier ist nichts, oder? Nee, hier ist sonst nichts weiter. Aber wenn ich gerne die normalen Zimmerpflanzen hier als Pflanzen benutzen würde zum Heilen, das wäre nass. Und wir müssen sogar hier runter. Da hinten geht es nicht weiter. Ich frage mich, ob wir da irgendwann nochmal hoch können. Die Frage hat sich erledigt. Da kommen wir nicht nochmal hoch. Was höre ich da? Ist das jemand, der googelt? Oder ist das eine Kettensäge? Das ist an der Tür, aber das klingt wie eine Kettensäge. Das klingt nicht gut. Warum kriege ich jetzt zweimal grünes Kraut? Was kommt da gleich raus? Warum hat es aufgehört? Es hat nicht aufgehört. Wir waren noch zu weit weg, um es zu hören anscheinend. Ich bin nicht mental vorbereitet, das zu machen. Ich habe die letzten Tage zu viel Horror gespielt, wenn ich ehrlich bin. Da war so ein Spiel, was ich geschenkt bekommen habe. Ja, was mir den letzten Nerv geraubt hat. Das sollte jetzt draußen sein schon, bevor die Folge hier kam. Oh, ihr seid nur normale Zombies. Dankeschön. Ganz ehrlich, das ist... Ich bin froh darüber. Wie, was zum... Das ist doch das ganz normale, Leon. Und zum Glück ist es nicht irgendwas Verstörendes. Und es ist auch nicht die Helga von der Bibliothek, okay? Wir haben zwar unsere ganze Munition wieder verschwendet. Aber das ist okay. Was ist denn das?
Strom? Wasser? Motor? Und ein Wasser? Ich hätte erst nach oben gehen sollen. Verdammt nochmal. Moment, ist da vorne was dran? Ich hatte Hoffnungen, okay? Lacht mich nicht aus. Oh Gott, sei Dank, das ist kein weiterführender Gang. Das ist nur einfach ein kleiner Raum hier. Ach, da ist eine Tür. Never mind, okay. Never mind. Sind da alte Socken unten? Boah, also ganz ehrlich, es gibt hier Monster und es gibt grauenvolles Umbrella und all die Leute. Aber das wahre Monster ist der Typ, der sein... Ich habe mir das nur eingebildet, glaube ich. Oh! Der wahre Typ ist... Der wahre Monster ist die Socken. Sind die Socken? Das ist der Typ, der die Socken rausgelegt hat? Mann, ich hasse es. Warum kam der denn wieder rein? So, kombinieren. Haben wir Muni. Someone lose a key. Das ist aber nett, sogar eingekrallt. Aber das könnte auch ich sein, ganz ehrlich. Da einfach so provokant das reinkleben. Dankeschön, wer auch immer das da hingeklebt hat. Wir speichern nochmal, habe ich zwar gerade, aber jetzt haben wir den Schlüssel. Wofür ist der, ist die Frage. Haben wir irgendwo schon mal eine grüne Tür gesehen? Ich glaube, wir hatten eine gesehen, oder? Irgendwo unten? Kann das sein? Die Kurbel brauchen wir nicht mehr, die kann verstaut werden. Die Bretter, ja, da bin ich mir unsicher. Das ist die Dose. Oh, ich weiß nicht. Die Mac-Munition können wir wegpacken. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit mit rumgetragen habe. Okay, jetzt Zombie. Das war die Dame, die nicht aufgeben wollte. Du bist nämlich schon nach einem Zug. Ich dachte, die wäre nach einem Schuss tot. Kann ich sie gegen die Wand drücken? Nee. Ich habe zwei jetzt an ihr verschwendet. Ah, du lebst immer noch. Ah, du lebst auch noch. Hätte ich mir denken können, aber nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Lauf. Lauf, Leon. Lauf! Oh mein Gott. Verdammte Zombies! Mann, ich hätte mir das denken können, aber nein! Wo komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Moment, ich will das mal kombinieren hier. Weil ich habe blaues Kräuter kombiniert, wie dumm. Kann ich hier runterspringen? Wieso kann ich das nicht? Ich könnte doch einfach darüber springen. Es ist anstrengend, ein Polizist zu sein. Und wofür ist das jetzt da? Ich verstehe nicht. Was habe ich jetzt getan? Was habe ich jetzt hier von? Ach so, weil ich es unten geändert habe. Ah, guck mal, wir sind richtiger Feuerwehrmann sogar. Wir tun eine tolle Tat mit. Oh mein Gott! Wer bist du denn? Ich habe mich geirrt. Vielleicht gibt es doch keinen Nemesis. Jo, ist der schnell? Ah, wieso bist du so schnell? Wieso bist du so schnell? Er hat seinen Hut verloren. Können wir den Hut mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich will es gar nicht testen. Ich will nicht stehen bleiben. Was ist das denn? Ich dachte, hier gibt es vielleicht einen Nemesis. Was ist das für ein Team? Warum? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir hauen ab. Wie lange verfolgt er uns? Ist er jetzt von oben auf der einen Seite? Kommt er hinterher? Bleibt er da? Ich speichere einmal. Ich will ihn trampeln. Da kann aber nicht rauskommen, oder? Ich meine, locker kommt. Locker kann er hier rauskommen, aber tut er es, ist die Frage. Ich will nicht speichern, ich will hier ran. Habe ich irgendwas, was ich brauche? Oh Gott. Wenn ich hier lang gehe, kann ich denn nicht einfach wie nach unten? Ich meine... Er ist über uns, ne? Was ist das für ein Typ?
Läuft er jetzt hier durch die ganzen Hallen? Oh, Bretter. Was ist das für ein Jeep? Kann mir das mal jemand erzählen? Wer ist das? Wo kommt der auf einmal her? Und wenn er so stark ist, einen Helikopter hochzuholen, dann kann er uns auch locker wegschmeißen gegen eine Wand und dann war es das mit uns. Aber wir müssen da lang gehen. Ich will da nicht wieder hochgehen. Ach, du halt die Klappe, Zombie. Ich habe Besseres zu tun. Ich muss hören, okay? Oder waren eben Handschellen? Können wir den hier einfach mitnehmen und den Typen fesseln? Ich meine, das bringt wahrscheinlich nichts, aber... Können wir ihn fragen, ob er das da für uns aufmacht? Ich würde nämlich gerne langsam gehen. Ich höre keine Schritte. Bewegt er sich auf der ganzen Map? Warte, da muss ich gar nicht hin, ne? Ich muss da hin. Also ich fand Leons Reaktion eben sehr toll. Mit seinem Oh mein Gott, genau wie wir. Und läuft voller Panik weg. Kann ich verstehen, Leon. Warum war die Tür nicht hier so komisch abgegrenzt? Was sind das für Polizei? Für eine Polizeistation. Eine Sache. Hast du mich erschrocken? Verdammte Scheiße. Ich hoffe, der komische Megatyp da hört das nicht. Komm schon. Frag mich, ob der das hört. Oh, das waren unsere Schritte. Geh nach oben, Leon. Ich glaube, der Typ ist auf der anderen Seite. Das heißt, der läuft hier in einem ganzen Polizeirevier rum. Oh. Das gefällt mir aber gar nicht. Ist das sein Hut? Ist das ein Ersatzhut von ihm? Saß er da drauf? Weil das sieht ziemlich abgeranzt aus, die Couch. Hallo, Herr Officer. Kann ich helfen? Wir haben seinen Hut auch runtergeworfen. Kannst du bitte sterben? Ich brauche die Munition für dieses komische Monstervieh. Bitte sei tot, bitte sei tot. Du bist nicht tot! Er hat mich gebissen! Dreh dir ins Gesicht! Du lebst ja immer noch! Was zum Teufel? Hat doch was zu finden! Ich brauche die Munition! Oh mein Gott. Ich habe was Angst daneben geschossen. Alter, wie? Oh, ich werde so sterben. Mein Leben ist vorbei. Mein Leben ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Ich weiß nicht mal, wofür ich... Warum brauche ich ein Zahnrad? Wofür brauche ich ein verdammtes Zahnrad? Warum brauche ich ein Zahnrad? Gott sei Dank, mehr Munition. Warum brauche ich ein Zahnrad? Mann! Warum brauche ich irgendwas von hier? Eine Kugel. Und er steht schon wieder auf. Wo ist meine Schrotflinte? Ich schieße dir ins Gesicht. Das reicht mir langsam mit dir. Ach, weißt du was, ganz ehrlich? Hä? Da komme ich nicht raus? Lüge! Ich muss da hinten hin. Der scheint hier nicht herzukommen. Was ist denn das? Ein Herzschlüssel? Kann ich das Zepter benutzen? Oh, wir haben aber nur ein Kleeblatt. Wo kommt denn das Kleeblatt rein? Wo war das denn nochmal? Oh, ich gehe wieder. Unten waren wir noch nicht. Ach, verdammtes, komisches, fettes Viech. Was war das für ein Typ? Können wir uns nicht... Was ist da mit den altbekannten... Mit den altbekannten Vorstellungen? Lebst du immer noch? Wie er da hängt und wartet. Ich glaube, der hat sich an den Dosen zu schaffen gemacht. Meine Munition. Oh. Oh, Herz. Also, was ist denn die aus den alten... Was war das?